Ich habe mich für das Masterstudium an der FH Biel entschieden, weil mir die FH Biel die Möglichkeit bietet, das Studium auch mit einer Einstellung in der Forschung und Entwicklung zu verbinden. Mein Forschungsprojekt, was auch meine Masterarbeit ist gleichzeitig, befasst sich mit dem Thema, wie man aus landwirtschaftlichen Abfallprodukten, also aus Maiskolben, aus Reishülsen und aus Erdnussschalen, Spanplatten bauen kann. Das ist ein gemeinsames Projekt mit zwei Universitäten aus Nigeria. Die Berner Fachhochschule hat da den Lead in dem Projekt. Für dieses Projekt waren im vergangenen Jahr 4 Wissenschaftler aus Nigeria hier vor Ort in Biel und wir haben gemeinsam im Technikum die Materialien analysiert und Versuche gemacht. Und das Ziel ist, für Nigeria eine praktikable Lösung zu finden, aus diesen Abfallprodukten etwas Sinnvolles zu bauen. Und dabei liegt es nahe, in Richtung Bauplatten zu gehen. Was ich sehr positiv in Erinnerung habe, ist mein erster Arbeitstag hier in Biel. Das war für mich schon ein guter Tag. Ich bin ins Büro reingekommen, es war alles eingerichtet, es war alles vorbereitet, die Kollegen waren freundlich und ich wurde sofort rumgeführt, es wurde mir alles gezeigt. Also rundum ein guter Tag, gut organisiert und ich hatte auch den Eindruck, dass ich sehr willkommen bin in der Abteilung.